als Robert Heuser 1952 in Mannheim ankam, hatte er im Grunde gar nichts bei sich. Ja. Also er hatte das, was er auf dem Rucksack, im Rucksack mit sich getragen hat, auf dem Motorrad, das hatte er und so kamen sie hier auch an. Sie sind zurückgekehrt aus dem Osten, also aus der ehemaligen DDR und haben dort eigentlich nur Landwirtschaft betrieben, waren relativ arm, möchte man mal sagen, und irgendwie wollte er als Fotograf hier Fuß fassen und da war es natürlich so, als er den ersten Auftrag von der GPG in der Hand hielt, hat er sich wahrscheinlich schon sehr auch ins Zeug geworfen, um da auch einen, um es mal neu zu sagen, einen guten Job zu machen, ja. Und den machte er so gut, dass bis 1976 rund 1000 Aufnahmen von Gebäuden der GBG entstanden. Bereits in jungen Jahren hatte sich der 1924 geborene Heuser mit der Fotografie befasst. Nach dem Zweiten Weltkrieg verschlug es ihn auf ein Landgut in der sowjetisch besetzten Zone. Für die Fotografie war da kaum Platz. Mit dem Umzug nach Mannheim und diesen Bildern begann dann eine Weltkarriere. Es ist auf jeden Fall ein ganz enormer städtehistorischer Kontext, der hier von Interesse ist für jeden Mannheimer und aus der Region Stammenden, weil wir Aufnahmen haben, die ragen zurück in das Jahr 1952. In den 50ern haben wir wirklich viele Aufnahmen, die hier auch versammelt sind, die uns einen Einblick in eine Zeit geben, die man vielleicht heute gar nicht mehr kennt oder noch aus der Kindheit vielleicht kennt. Und wir haben aber auf der anderen Seite eben auch einen ganz wesentlichen, auch künstlerischen Aspekt, weil wir hier Arbeiten von Robert Heuser sehen, der zwar als künstlerischer Fotograf im Auftrag arbeitet, sehr wohl aber auch seine Messlatte, was die künstlerischen Arbeiten betrifft, sehr hoch setzt. Und das spürt man in einigen Arbeiten sehr, sehr enorm. Diese Aufnahmen zeigten bereits viele Stilelemente, die Robert Heuser zu einer Ikone der klassischen Moderne werden ließen. Es ist das Wechselspiel zwischen hell erleuchteten Elementen, immer aber sind auch schattige Nuancen auf seinen Bildern. Auffallend auch, dass er dem kalten Realistischen oft eine künstlerische Note beimischte. Mehr freut uns aber eigentlich noch, dass es Arbeiten sind, die eben bislang größtenteils noch gar nicht gezeigt wurden. Ja? Also es sind Arbeiten, die lange, lange im Archiv lagerten und jetzt zum ersten Mal eigentlich überhaupt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Es sind wahre Schätze, die Kunstinteressierte bei dieser außergewöhnlichen Ausstellung finden können, die aber auch für Menschen, die sich der Stadt und ihrer Historie verbunden fühlen, spannend ist. Bislang noch nie gezeigte Fotografien eines Mannes, der, zumindest würde man das gerne ob dieser Fotos und deren kalter Schönheit sagen, Mannheim geliebt hat.